Ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu dieser abendlichen Vortragseinheit. Normalerweise, wenn ich Vorträge halte, sind ungefähr 10 bis 15 Leute da und ich habe auch nicht so ein Rednerpult. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregter als sonst, aber freue mich vor allem. Und freue mich, dass ich ganz viele Gesichter wiedererkenne von der Brandtagung. Ich wusste ja gar nicht, wer überhaupt in Stuttgart wohnt, von den Teilnehmenden, die bei der Brandtagung dabei waren. Und bin jetzt ganz berührt und gleich viel weniger aufgeregt. Habe schon ganz viele Lichttürme sozusagen im Publikum entdeckt, an die ich mich dann wenden kann. Und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Alexandra. Genau, dass du so unkonventionell bist, mich hier einzuladen, obwohl ich nicht Peter Selk oder Michaela Glöckler bin. Ich habe ein bisschen Schiss bekommen. Jemand in Berlin meinte, oh, du sprichst bei den heiligen Mittwochabenden. Und ich wusste gar nicht genau, dass die so heilig sind. Und dann gedacht, das ist Alexandra. Und vielleicht zum Hintergrund, auch für diejenigen, die mich jetzt nicht kennen. Ich habe Alexandra für ungefähr einem Jahr kennengelernt, über einem Jahr. Und das war eine Phase in meinem Leben, in der, ja, man kann sagen, meine innere anthroposophische Flamme sehr gebrannt hat und in meiner Umgebung ganz wenig Resonanzraum war. Und das war, glaube ich, auch gut so, das hat irgendwie zu meiner Biografie dazugehört. Aber ich kam hier in Stuttgart an zu einer Impulstagung wie ein durstiges Kamel. Und dann sprudelte es auch immer wieder aus mir heraus und dann hat Alexandra sozusagen die Gelegenheit genutzt und mich geschnappt. Also falls hier jemand im Publikum ist, der sein anthroposophisches Einsiedlerleben weiterführen will, der sollte dann einen ganz großen Bogen um Alexandra machen. Aber ich glaube, die meisten von Ihnen kennen sie ja. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt gar nicht nötig zu sagen, ich mache es trotzdem. Ich wollte einfach nochmal an den Anfang stellen, dass egal, ob man anthroposophische Vorkenntnisse hat, was auch immer das ist, es geht hier ja nicht um Wissen oder nicht, man hier auf jeden Fall richtig ist. Also diejenigen, die sozusagen die Geheimwissenschaften auch rückwärts zitieren können, seien Sie nicht verunsichert. Genau, es ist nicht schlimm, wenn Sie die Sachen schon kennen, sondern mein Anspruch ist es eigentlich, die Dinge immer wieder neu zu verlebendigen. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, wieder einen neuen Zugang zu finden. Und diejenigen, die diese Vorkenntnisse nicht haben, auch die will ich ermutigen. Es ist nicht wesentlich, dass man jeden Begriff versteht. Ich glaube, das Wesentliche kann man auch ohne Vorkenntnisse heute mitnehmen. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Und das würden wir dann zusammen versuchen. Ein Vortrag ist ja eigentlich von beiden Seiten entsteht der. Also auch durch Sie. Es soll heute um ein Geschehen gehen, das auf keinem äußeren Schauplatz der Erde sich vollzieht. Also das, man könnte sagen, abgeschottet von den äußeren Sinnen da ist und das trotzdem zusammenhängt mit dem, was sich hier Welt oder Menschheitsentwicklung nennen möchte. Tief im Verborgenen der eigenen Seele, also in den intimsten Winkeln unserer Seele, können wir heute eine ganz besondere Erfahrung machen. Und diese ganz besondere Erfahrung kann uns zu einer bewussten und aktiven Entscheidung veranlassen, um die es heute gehen soll. Wir können die gegenwärtige Menschheitssituation erleben, in unserem eigenen Inneren und wie in ein Erahnen kommen, woher kommen wir eigentlich? Und von diesem Gegenwartsmoment auch das empfangen, was ich hier wie Zukunftsstrahl nennen möchte. Also eine Ahnung entwickeln, wo kann ich mich hin entwickeln heute als Mensch? Was ist Menschen möglich? Wie ein Licht, das aus der Peripherie hereinstrahlt. Ich-Gegenwart. Schutz durch Ich-Gegenwart. Und aus diesem Gegenwartsmoment können wir wie einen Sprung wagen. Und dieser Sprung ist erforderlich, um die Entscheidung zu treffen, um die es heute gehen soll. Ich weiß nicht, ob Sie alle die Tafel erkennen können, aber da steht ja rechts bewusste Ich-Entwicklung. Und ich würde mir wünschen, wenn ich heute vielleicht
es irgendwie schaffe, ein bisschen zu vermitteln, was ich mit diesem Begriff meine. Es gibt eine Individualität, die habe ich schon bei meinem Vortrag bei der Brandtagung erwähnt, Etty Hillesum. Und ich kenne kaum jemanden, der so, ja, von dem man sagen kann, er hat so authentisch Zeugnis davon abgelegt, was Ich-Entwicklung sein kann. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, sie ganz an den Anfang meines Vortrages vor ihre Seelen zu stellen. Habe ein bisschen gehadert. Das Schwierige bei Etty ist, sie hat eben Tagebuch geführt, dass man äußerlich ihre Biografie nicht so erzählen kann, wie es bei anderen Menschen der Fall ist. Wo man sozusagen ganz signifikante äußere Wendepunkte erlebt. Im Grunde genommen ist das ganze Tagebuchgeschehen ja wie mit einem Faden durchwoben und man findet diese Ich-Entwicklung überall. Und deswegen ist es jetzt ein kleines Wagnis, sozusagen nur verschiedene Stellen hier auch vorzulesen. Und doch ging es nicht anders. Ich habe mehrmals versucht, mich anderen Individualitäten zu widmen und am Ende war dann immer wieder Etty auf meinem Blatt. Ich kann sie nur Etty nennen, sie ist mir nämlich ganz nah. Etty Hillesum ist die Person, ich bin jetzt erst 25 Jahre alt, bisher habe ich zwei große Krisen durchlitten und da war sie jedes Mal dabei. Und deswegen ist es für mich heute total besonders, dass sie sozusagen auch bei dem Vortrag dabei ist. Vielleicht kennt der eine oder andere sie auch schon und wenn nicht, dann hoffentlich nach dem Vortrag. Beziehungsweise hoffentlich ist dann die Lust da, ihre Tagebücher zu lesen. Also Etty als Zeugin einer bewussten Ich-Entwicklung. Als ich das erste Mal das Buch sah und auf dem Buchdeckel las, Tagebucheinträge aus dem Jahre 1941 bis 1943, da war für mich ganz klar, dass es in diesem Tagebuch Einträgen wahrscheinlich um die Schilderung vor allem der Grausamkeiten geht, die sich damals in Europa zutrugen. Wir alle wissen, was sich damals in Europa zutrug. Natürlich im Hinblick auch darauf, was es innerlich bei der Person bewirkt, aber für mich war irgendwie ganz deutlich, es wird um historische Schilderungen auch gehen. Und umso erschütterter war ich dann, als ich das Tagebuch aufschlug und eigentlich diese historischen Ereignisse und diese Grausamkeiten nur wie am Rande erwähnt fand und las, dass diese Individualität inmitten der menschenunwürdigsten Umstände, Etty war jüdischer Herkunft, mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit schreibt, das Gute können wir nur dann bewirken, wenn wir bei uns auf dem eigenen Seelengrund beginnen. Und die bis zum Ende nicht hasst. Und je schlimmer die Umstände werden, wie bei einem Gegendrama, desto überzeugter ist sie davon, dass die Arbeit an sich selbst das Existenziellste ist, was wir tun können, wenn wir die Menschheit in Richtung das Gute oder wenn wir etwas dazu beitragen wollen, dass sich die Menschheit in Richtung des Guten entwickeln kann. Etty schreibt, Arbeiten an sich selbst ist, weiß Gott, kein kränklicher Individualismus. Der Frieden kann nur dann zum echten Frieden werden, wenn jedes Individuum den Frieden in sich selbst findet. Und dann schreibt sie, und man kann im Hinterkopf haben, unter welchen Umständen sie gelebt hat, die Umstände sind nicht entscheidend. Man muss bei sich selbst anfangen, jeden Tag von neuem. Bei sich selbst. Meine Entwicklung geht von Tag zu Tag ungehindert weiter, auch mit der Möglichkeit der Vernichtung vor Augen. Und diese Tagebucheinträge lesend kann man sozusagen Zeuge werden von ihrer Überzeugung, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen innerer Entwicklung und Weltenentwicklung. Rudolf Steiner spricht von der Weltbedeutung des eigenen Innenraumes. Aber das Schöne ist, man kann noch viel mehr bezeugen. Und zwar auch das Wie. Also nicht nur, dass es einen Zusammenhang gibt, sondern wie kann so eine innere Entwicklung aussehen? Und das Erste, was mir bei diesem Wie einfällt,
Also ich habe davor viel gelesen von der Geheimschule, von inneren Entwicklungsmöglichkeiten, und trotzdem fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich eben in dem Tagebuch ließ, dass der Weg, den man am Ende geht, wenn man so einen Entwicklungsweg geht, dass der individuell ist, so trivial das klingen mag, aber dass dieser Weg, auch wenn es natürlich Bedingungen gibt, geschöpft ist und einzigartig im kosmischen Geschehen, wie eben jede Individualität. Und das hat mich total ermutigt, weil ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich davor viel diesen steinigen Weg vor Augen hatte und die Bedingungen und die Voraussetzungen und dieses Motiv der Schöpfung, also auch der Einzigartigkeit, kann einen, gerade wenn es steinig ist, ermutigen. Und da ist sie eine wirkliche Zeugin von. Und vor allem auch, weil man begreift, individuelle Schöpfung heißt, man kommt gar nicht weiter mit einem kategorischen Imperativ, wie wir ihn zum Beispiel bei Kant finden. Es ist fast das Gegenbild dazu, und das erlebt man vor allem deshalb so, in jeder Buchrezension heißt es, Äthi pfiff auf Konventionen. Und ich bin nun eine junge Frau, die in Berlin groß geworden ist. Ich glaube, ich habe viel, viel erlebt. Und trotzdem habe ich mich auch immer wieder dabei entdeckt, so die eigenen Kleinmütigkeiten in den Seelenwinkeln zu entdecken. Und das ist irgendwie auch ein schöner Aufwecker, dass man ganz, ganz großmütig wird. Ich weiß, damals hat mir das Buch eine ältere Anthroposophin in den USA gegeben, in einer kleinen anthroposophischen Einrichtung. Das war eigentlich meine bewusste Begegnung mit der Anthroposophie. Und diese ältere Frau war für mich wie eine Heilige. Also die ganzen Ehrfurchtskräfte gingen in ihre Richtung. Und sie gab mir eben das Buch, was sie eben mit anderen älteren Damen las. Und dann schlug ich es auf und fand gleich auf den ersten Seiten Schilderungen, sinnliche, leidenschaftliche Schilderungen auch von Sexualität. Und ich war total verdutzt. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Keine Sorge, darum soll es jetzt nicht gehen, aber, und das werde ich auch nicht vorlesen, aber Äthi schafft es trotzdem, dass der Papst sie toll findet, obwohl sie andererseits als gotteslästerliche, oder es wird ihr gotteslästerliches Verhalten liebevoll unterstellt. Also es ist sozusagen eine Person, die Widersprüche verbindet oder vermeintliche Widersprüche, wo man nur hinschaut. Und da kann man an die Moral oder das, was Rudolf Steiner als moralische Fantasie beschreibt, also wie als Gegenbild zu dem kategorischen Imperativ denken. Also das wirkt, dass keiner von außen weiß, was für eine Individualität in dem Moment, in der Situation vielleicht richtig sein mag. Also ein selbstgeschöpfter Weg. Äthi selbst schreibt, man muss jegliche Geborgenheit aufgeben und den Mut haben, auf alles zu verzichten, jede Norm und jeden konventionellen Halt loszulassen und den großen Sprung in den Kosmos zu wagen. Und dann erst wird Leben überreich und unerschöpflich, auch im tiefsten Leid. Ja, eine weitere Sache, die man lernen kann daran, über das Wie, ist die, ich will es nennen, in Waffen der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Also wir alle haben ja blinde Flecken, und das Schöne ist gleichzeitig, dass ich glaube, dass jeder im Grunde genommen wissen kann, woran er ganz individuell zu arbeiten hat. Und ich weiß nicht, wie es da Ihnen geht, aber was ich sehr ermutigend in den Tagebucheinträgen finde, ist es ja meistens so, dass jetzt zwischen dem man entlarvt vielleicht eine große Schwäche in seiner Seele und man verwandelt sie, da liegt ja ein Weg zwischen. Das heißt, es ist auch eine Qualität, auszuhalten, also sich bis auf den eigenen abgründigen Seelenboden zu wagen und es dann auch auszuhalten, dass er noch nicht verwandelt ist. Also dann gibt es eben diese selbstpeitschenden Stimmen, was ja nicht zur Entwicklung führt, auf der einen Seite als Pol, oder der andere Pol, wie immer die Pole, der Selbstbetrug, vielleicht das innere faule Schwein, dass man das dann erst gar nicht anguckt, um das zu verhindern. Und da kann ich nur sagen, ist das Tagebuch wahnsinnig inspirierend, weil man merkt, wie das Entwicklung sich nicht linear vollziehen muss, sondern dass es auch Entwicklungswendepunkte geben kann und dass in dem Aushalten, wenn man guten Willens ist als Voraussetzung, eine ganz, ganz große Kraft liegt. Also einfach in dem Eingeständnis und auch in dem Vertrauen und auch in dem Wissen, dass man
nicht alles selber knochenhart erringt, sondern dass in einer Anbindung an die spirituelle Welt einem auch ganz viel geschenkt wird. Also bei Etty hat man den Eindruck, in den 3 Jahren, am Anfang ist sie eine lebendige junge Frau, die schon ganz viel Gefühlstiefe hat und wirklich einen tiefen Ernst, trotzdem voller Schwächen. Und dann ist die auf einmal, also ich habe das fast als empörend erlebt, aber erleuchtet am Ende, dass man denkt, 3 Jahre, und da sieht man eben auch diese überzeitliche Dimension. Und auch natürlich in besonders schweren Momenten, dass Kräfte dann einem Menschen zukommen können, von dem er vielleicht gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt und dass sie auch in seinem tiefsten Inneren verborgen sind. Ja, da möchte ich jetzt einen letzten Teil des Tagebuches vorlesen. Der ist sozusagen aus den letzten Tagen von Etty Lissims Leben, bevor sie in Auschwitz ums Leben kam. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Wenn ich doch nur all das mit Worten bewältigen könnte, diese 2 Monate hinter Stacheldraht, die zu den intensivsten und reichsten Monaten meines Lebens gehören und die die letzten und höchsten Werte meines Lebens bestätigt haben. Ich bin dir so dankbar dafür, mein Gott, dass du mein Leben an jedem Ort so schön gestaltest, dass ich Heimweh nach ihm bekomme, wenn ich ihn verlassen habe. Wenn ich in einer Ecke des Lagers stehe, die Füße auf deiner Erde, das Gesicht zu deinem Himmel erhoben, dann laufen mir manchmal die Tränen über das Gesicht, in Sprungen aus einer inneren Bewegtheit und Dankbarkeit, die nach einem Ausweg sucht. Eigentlich ist mein Leben ein unablässiges Hineinhorchen in mich selbst, in andere und in Gott. Und wenn ich sage, hineinhorchen, dann ist es eigentlich Gott, der in mich hineinhorcht. Das Wesentlichste und Tiefste in mir, das auf das Wesentlichste und Tiefste in dem anderen horcht. Gott zu Gott. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen. Ich wusste nicht, dass so viele, die bei der Brandtagung da waren, jetzt auch da sind. Das heißt, Sie kennen schon die Kapelle, in die ich Sie jetzt mitnehmen möchte. Das macht aber nichts. Da hat sich nämlich was getan, das werden Sie sehen. Genau, die Kapelle ist gelegen in Palermo, Sizilien. Sie heißt Cappella Palatina. Und Sie können sich vorstellen, diese Kapelle ist gelegen inmitten einer sehr trubeligen, lärmigen, auch mülligen, kunterbunten Stadt. Man merkt, Sizilien war ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen. Und das merkt man auch, wenn man die Kapelle betritt. Das Besondere an der Kapelle ist nämlich, dass man Abbildungen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen findet. Also der griechisch-orthodoxen Kirche, der römisch-katholischen, man findet auch Mosaike aus den östlichen Richtungen, alles in einem Gottestempel. Und ganz bewegt hat mich eine Wand, auf der die Genesis dargestellt ist. Also die Erschaffung des Erdmenschen, Adam. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir sehen eben die Erschaffung der unterschiedlichen Reiche. Sie alle kennen die Genesis. Und das Besondere ist, dass man bei der Schaffung des Erdmenschen etwas sieht, was man bei der Schaffung der anderen Reiche, des Pflanzenreiches, des Tierreiches, des Mineralreiches nicht sieht. Das, was mich ursprünglich so zu der Wand hingezogen hat, war das Antlitz des Schöpfergottes. Dieses Antlitz war von solch einer Liebe und, ja, mir fällt es schwer, Worte dafür zu finden, Sanftmut, dass es meinen Blick anzog. Und wenn man dann näher auf das Bild schaut, dann sieht man,
dass der Blick des Schöpfergottes und der Blick des gerade geschaffenen Menschen sich treffen. Adam ist halb liegend, könnte man sagen, an einen Stein gelehnt, ein bisschen wie bei Michelangelo und der Sixtinischen Kapelle unten und der Schöpfergott sozusagen diagonal von oben. Und jetzt ist sozusagen die Begegnung der Blicke, also die Blicke begegnen sich, durch etwas ganz Besonderes dargestellt, und zwar durch einen Strahl von den Augen des Schöpfers hin zu den Augen von Adam. Und wenn man sich meditativ in dieses Bild versinkt, will ich fast sagen, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass wirklich ein Teil des Schöpfergottes übergeht in den Menschen, wie ein winziger Teil. Und das hatte ich ja auch dargestellt bei der Brandtagung. Und dann ist mir diesmal bei der Vorbereitung wieder das Bild gekommen. Und jetzt hat es sich weiterentwickelt. Und zwar meine ich, also dargestellt ist die Schaffung der Erde. Man könnte sagen, Geheimwissenschaften, die Erdinkarnation sozusagen ins Materielle. Und jetzt kamen für mich auf einmal zwei Bilder, die sozusagen sich auf ganz andere Zeitpunkte beziehen. Und zwar auf das, was ich Weltenursprung nennen möchte. Für diejenigen, die mit der anthroposophischen Terminologie vertraut sind, wissend eben, dass es bevor die Welt oder die Erde in materielle Erscheinung trat, eben die Inkarnation davor gab. Also Mond, Sonne, Saturn, die Welteninkarnation, nicht die Welteninkarnation, aber sozusagen die geistigen Inkarnationen der Erde davor. Und als Weltenursprung sozusagen das, was vor dem Saturnzustand oder mit dem Saturnzustand begann. Ja, das ist ja heute ein Zustand, den wir eben nicht ergründen können. Und trotzdem, glaube ich, liegt ein großer Wert darin, sich diesen Fragen anzunähern. Also wirklich zu suchen und zu versuchen, ins Erleben zu bekommen, da war eben eine Schöpferinstanz. Also ich meine eben, dass der Prolog des Johannes sich auf diesen Weltenursprung bezieht. Im Urbeginne war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und ein Gott war das Wort. Also eine Schöpferinstanz, in der alles Seiende vereint ist, noch. Also überhaupt von Zeitpunkt zu sprechen, ist im Grunde genommen absurd. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll, aber es sind ja ganz andere Dimensionen. Und sich dann zu vergegenwärtigen, dass diese Instanz sich wie hingegeben hat aus Liebe, also ihre Einheit opfert als initiales Moment, was die ganze Schöpfung überhaupt möglich macht, also was dann als Weltenentwicklung sich vollzieht, wie sozusagen noch vor dem Saturnzustand. Und Rudolf Steiner spricht davon, dass der physische Leib, nicht in seiner materiellen Form, aber der physische Leib schon beim Saturnzustand veranlagt wurde. Das kann einen ja sehr beeindrucken, sozusagen, dass dieser Leib ganz am Anfang da war. Jetzt habe ich etwas gefunden im Johannesevangelium und ich glaube, es war noch etwas anderes da. Und ich meine auch, dass man das bei Rudolf Steiner wie angedeutet findet oder wie eine Lücke lassend. Wenn aber der Tröster, der Erwecker des Geistesmutes kommt, den ich euch vom Vater her senden werde, der lebendige Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird mein Zeuge werden. Jetzt kommt der Satz. Und ihr sollt auch Zeugen sein, denn vom Urbeginne an seid ihr mit mir verbunden. Und das ist ja auch das Besondere an der Übersetzung von Rudolf Steiner, der nicht Anfang benutzt für den Prolog, sondern Urbeginn. Also wie um zu zeigen, es gibt einen Zustand, der vor dem Beginn, der Beginn schon als erster Teil des prozessualen Geschehens, da war. Und Jude von Halle schreibt, doch ist es damals, während der alten Saturnzeit, noch etwas anderes geschehen. Es ist uns ein individuelles,
reales Abbild des schöpferischen Logoswesens, des Urbeginnes eingegliedert worden, nämlich das Ich. Dieses Ich ist durch das Erscheinen Christi auf Erden in uns erweckt worden. Also man kann sich vorstellen wie ein Tropfen aus dem göttlichen Meer und trotzdem sozusagen jeder Tropfen als individuelles, einzigartiges. Also alle aus Logos Substanz und trotzdem individuell. Und das hat mich unglaublich bewegt und das ist für mich auch ein ganz neuer Gedanke, dass sozusagen zu Beginn der gesamten Weltentwicklung der Ich-Same wie veranlagt ist. Also man könnte sagen, das Ich war von Anfang an dabei. Natürlich nicht so wie heute und trotzdem als Same eben. Deswegen da ganz oben links in der kosmischen Badewanne, wie mir jemand gerade sagte, dass es hieße, der Ich-Same. Und überhaupt sich versuchen, das ist ja etwas, was sich, also diese ganzen Gedanken entziehen sich eigentlich, so erlebe ich das, dem gegenständlichen Verstandesdenken. Und doch können wir ja wie mit einem Organ hinfühlen und suchen. Und ich habe letztens, das hatte ich jetzt nicht vor zu erzählen, aber das kommt mir, man könnte sagen, ein Rendezvous. Und irgendwie schaffe ich das immer wieder auch mit Menschen, die gar nicht mit Anthroposophie verbunden sind, über diese Themen zu sprechen. Also das passiert mir immer und irgendwie ist das auch so eine Schicksalssignatur. Mal sehen, was jetzt auch passiert, wenn so ein paar Freunde von mir das vielleicht dann auf YouTube sehen. Aber ich habe eben erzählt, gar nicht viel und dann hatte ich auf einmal wie tellergroße Augen vor mir und dann sagte dieser Mann, aber also was kommt denn dem Mensch dann für eine Bedeutung zu? Und mir ist lustigerweise, obwohl ich mich ja mit den Inhalten beschäftige, eigentlich erst durch die Reaktion meines Gegenübers, was das erste Mal irgendwie das gedacht hat, bewusst geworden, das stimmt. Also eine riesige Bedeutung. Man könnte sagen, das ganze Ziel der Weltenentwicklung, die mögliche Entwicklung des Menschen, aber eben nicht als der Mensch herrscht auf komische Art und Weise, sondern als Mysterium, dass ein Wesen aus Freiheit sich entwickeln kann, zurück zum Ursprung. Genau, und das wollte ich hier auf jeden Fall ganz am Anfang bei dem Ich-Thema nochmal hinstellen. Die Entwicklung des Menschen als Ziel der Weltenentwicklung. Also wir sehen weit bevor die Erde in materielle Erscheinung tritt, die Veranlagung des Ich-Samens. Und dann kam mir ein zweites Bild. Wir sind wieder in der Kapelle, also der Strahl und eben wenn dort auch die Schaffung des Erdmenschen gemeint ist, für mich das Momentum wie der Ich-Same aus der Logos-Substanz ganz am Anfang im Saturn veranlagt wird. Und das zweite Bild, was sich für mich an diese Darstellung knüpfte, war etwas Zukünftiges. Da würde man jetzt in der kosmischen Badewanne ganz nach rechts gehen. Und das, was passiert ist, war, dass der Adam, der wie lag am Stein, begann sich aufzurichten und in der Aufrechte seinem Schöpfergott begegnen konnte. Man könnte sagen, das erwachsen gewordene Kind. Ja, beinahe auf Augenhöhe. Und in diesem Sinne, das ist jetzt vielleicht gewagt, aber ich werde es trotzdem so sagen, ist für mich Anthroposophie ein Mittel des Weges zurück zum Logos. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz groß, aber so als wesentlicher Boden, als Seelenstimmung, dieses, wo kommt der Mensch her und wo will er hin? Und in dem Sinne eben auch etwas ganz Lebendiges, also nicht einfach ein Wissen, was ich mir aneignen kann, sondern eine Möglichkeit, in Beziehung zu treten zu Wesenheiten. Sie wirklich kennenzulernen, sie lieben zu lernen. In dem Bewusstsein, dass die eigene Entwicklung verbunden ist, auch mit der Entwicklung anderer Wesenheiten, mit der Welt und der Menschheit. Und das Zweite, was ich jetzt andeuten möchte, das ist heute nicht Thema des Vortrages, aber ich kann es auch nicht unerwähnt lassen, weil es zu diesem Bogen dazugehört. Und vor allem zu dem Thema der Entscheidung, was wir heute haben, das ist das, was in der Mitte dargestellt ist als Ich-Erweckung.
das Mysterium von Golgatha. Und hier wirklich jetzt nur ganz, ganz angedeutet, aber sich ins Bewusstsein holen, dass dieses Logoswesen des Urbeginnes im Grunde genommen, könnte man sagen, vor Menschen ergründet werden möchte, im Gegensatz zu dem, was ja lange galt, der Gott will nicht ergründet werden. Und dass es, damit seine Schöpfung ihm begegnen kann, jetzt unterschiedliche Offenbarungs-, Sie sehen, ich ringe um Worte, wie Zustände einnimmt, damit eine Begegnung möglich wird. Und der Mensch, das wissen viele, oder wissen, damit haben sich wahrscheinlich viele im Raum schon beschäftigt, hatte eben ganz zu Beginn seiner Veranlagung ja gar kein Eigenständigkeitserleben. Mir hilft das Bild immer, um mir das zu vergegenwärtigen, dass der Menschheit als Spiegel des Kosmos, also die Menschheit, die wie einfach nur spiegelte und noch nicht ein Eigendasein hatte, und dann die Entwicklung mehr und mehr hin zu einem Eigensein auf Kosten, könnte man sagen, der Verbindung zu dem göttlichen Urgrund und einem zunehmenden Abgeschnittensein. Das können Sie in den Geheimwissenschaften nachlesen, wie das auch zusammenhing mit der Eigenständigkeit des Astralleibes und des Ich-Samens, der sozusagen unter die Knechtschaft des Astralleibes gelang, sodass es den Menschen nicht möglich gewesen wäre, ihr Ich frei zu ergreifen, wie wir es heute tun können. Und mehr abgeschnitten war und nicht zurück konnte sozusagen zum Göttlichen. Und die Schöpferinstanz, die das sieht, dass ihre Schöpfung den Zugang nicht finden kann und beschließt, selbst hinabzusteigen und Mensch zu werden. Das ist vielleicht das größte Mysterium, um dem Menschen dann den Weg zu ermöglichen, dadurch, dass sie selbst das Menschsein, den Schmerz, die Angst erlebt hat, zurück zum Göttlichen. Beuys hat Folgendes dazu gesagt. Ich finde, er hat es besser gesagt, als ich das jetzt könnte. Deswegen werde ich einfach ihn vorlesen. In der Tiefe der Isolation, in der völligen Abgeschiedenheit von jedem Spirituellen, vollzieht sich ein Mysterium im Menschen. Erst wenn man ein ganz neuer Mensch geworden ist, wird man auch zu Dingen fähig werden, die bisher dem Menschen unmöglich erschienen sind. Diesmal muss die Auferstehung durch den Menschen selbst vollzogen werden. Der Mensch muss sich gewissermaßen selbst mit seinem Gott aufraffen. Er muss Bewegung vollziehen, Anstrengung machen, um sich in Kontakt zu bringen mit sich selbst. Und das ist der wahre Sinn des Wortes Kreativität. Inkarnation des Christuswesens in die physischen Verhältnisse der Erde. Dadurch hat sich ein kosmisches Ereignis vollzogen, kein historisches. Da hat sich ein Kraftfluss vollzogen von absoluter Realität. Und nun geschieht mit dem Menschen eine Umwandlung, mit der er sehr große Mühe hat. Schwer fällt es dem Menschen, aus eigener Kraft die Selbstbestimmung auch wirklich in Anwendung zu bringen. Das fällt ihm ungeheuer schwer. Er möchte lieber etwas geschenkt bekommen. Er kriegt aber nichts mehr. Er kriegt nichts, gar nichts, von keinem Gott, von keinem Christus. Und dennoch bietet diese Kraft sich an und will mit Gewalt hinein. Aber unter der Voraussetzung, dass sich der Mensch selbst aufrafft. Jetzt kommen wir zu dem Teil des Vortrages, der mir in der Vorbereitung die größten Schwierigkeiten bereitet hat. Also das andere hat mich total erfüllt und dann ging für mich eine Krise los.
passend zu dem Unterpunkt, zu dem wir sozusagen jetzt kommen, und zwar Ich-Krise in der Gegenwart. Und irgendwie kann man sich anscheinend mit dem Thema nicht anders beschäftigen, als diese Krise selber dann zu durchleiden. Genau, es begann eine vollkommene Verfransung. Was ist das überhaupt? Wo sieht man das überhaupt? Sind das nicht alles Facetten von einer Ich-Krise, was wir heute als Brände in der Welt haben? Denken die Leute dann nicht, wenn ich das sage, dass ich von Allgemeinplätzen rede? Also Sie sehen schon. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, eigentlich ist das kein Allgemeinplatz. Eigentlich kann man heute jeden Brand angucken, sei er in der Seele gelegen oder in der Welt, wenn man das so trennen will. Sie hängen immer mit dem zusammen, was ich jetzt der Einfachheit halber ich Schwächung nennen will. Hilde Domin bezeichnet psychische Erkrankungen als Ich-Verlust unterschiedlichen Grades. Jetzt würde mein Mentor wahrscheinlich mich schelten und sagen, das Ich ist immer da, das wird nicht krank, deswegen ist es nicht weg. Aber das zu verstehen als die Wirkung ist eingeschränkt. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich nur kurz Bereiche andeuten. Vielleicht sind es auch Ermutigungen für einzelne von Ihnen, da nochmal nachzuforschen und dann die Lupe etwas mehr auf einen Bereich zu halten, aus dem ich einfach gerade komme. Und das ist die Psychologie und sozusagen der universitäre Blick auf das Wesen des Menschen. Und das möchte ich dann etwas detaillierter darstellen, aber einfach als Beispiel dafür, was bedeutet eigentlich oder woraus besteht so eine Ich-Krise, was sind die Facetten davon. Als erstes Bild kam mir eigentlich Krieg, also die Signatur der Ich-Krise, Krieg, egal in welcher Form, ob zwischen Nationen oder einfach da, wo Menschen zusammenkommen. Ich glaube, wir alle im Raum haben das vor allem in den letzten Jahren beobachten können. Zerspaltung, das Verfallen in Gruppenmeinungen, und das ist erstmal ganz egal, welcher Inhalt das ist. Also ich würde das ganz loslösen vom Inhalt und sagen, da, wo ich eine Gruppenmeinung verfalle, ist das eigentlich nie die Signatur des Ich. Seien sie noch so anthroposophisch, die Inhalte. Und überhaupt zu erleben, wie schnell die Meinung eines anderen Menschen wie als Reaktion fast zu Hass führen kann, also zu Antipathien. Ich bin mir echt sicher, dass auch wenn ich Menschen aus anderen Generationen zuhöre, dieses Phänomen, die Andersartigkeiten in einer anderen Meinung nicht ertragen zu können, dass das relativ jung ist. Und wie die Frage, wer oder was wird da so vehement in mir, wenn ich etwas nicht ertrage? Also bin das wirklich ich oder ich mag den Begriff sehr, der astralen Aufwallung. Also was vollzieht sich dann eigentlich in mir? Habe ich mich dabei oder nicht? Alexandra hat so schön gesagt, man kann Kontinuität des Bewusstseins auch ganz einfach im Tag angucken. Ich glaube, du hast gesagt, wann haut es mich raus oder so ähnlich. Es war erschreckend, das zu beobachten. Aber eigentlich verbunden mit der Frage. Ich glaube, die anderen Bereiche lasse ich jetzt erstmal stehen. Ist wahrscheinlich besser, jetzt einige zu vertiefen. Aber man könnte sagen, überall eben eine Ich-Krise und dass das Ich so geschwächt ist, dass ihm entgeht, dass es eine Krise gibt. Weil die Einsicht davon, dass es überhaupt eine Ich-Krise gibt, wäre ja der erste Schritt zur Heilung. Aber das wäre ja absurd, wenn in der Zeitung stünde, die Ich-Krise als Ursache für die Finanzkrise oder so. Also wir haben ja gar keinen Ich-Begriff, beziehungsweise die Ich-Begriffe, die es gibt, die meinen oft was ganz anderes. Und Jacques Lusseron, der blinde Widerstandskämpfer, einige kennen ihn wahrscheinlich, hat schon im Jahre 1971 geschrieben in einem Essay, es herrscht Krieg gegen das Ich. Und an anderer Stelle hat er sehr konkret geschrieben, wer sich beobachtet, muss die widerwärtige Beobachtung machen. Mein Innenraum gehört mir gar nicht. Und dann kann man eigentlich zwei Fragen stellen. Wem gehört er dann? Und wer hat die Beobachtung gemacht? Weil da wird das Ich ja wieder aktiv. Ja, und jetzt zur Psychologie kommend oder indirekt zur Psychologie kommend, nicht nur zur Psychologie.
Ich habe mir dann überlegt, wie sieht es eigentlich 50 Jahre später aus nach Jacques Lusseron mit dem Ich in der Psychologie. Und ich erinnere mich damals bei meinem Auswahlverfahren für die Psychologie, dass ich sozusagen, das Ich war immer mein Thema, lange bevor ich die Anthroposophie bewusst ergriffen hatte. Und ich habe da mit vollkommener Selbstverständlichkeit reingeschrieben, dass ich Psychologie studieren will, um das Ich kennenzulernen. Und dann entfachte sich eine Diskussion eben mit dem Auswahlverfahren, wo mir die ganze Zeit gesagt wurde, dann müssen Sie Philosophie studieren. Und das war so absurd für mich, also wie ich Psychologie studieren soll und an dem Ich vorbeikomme. Jetzt nach meinem Studium weiß ich, dass das geht. Aber ja, ich habe dann irgendwann einfach, glaube ich, gesagt, manche Impulse kann man rational eben nicht begründen. Es soll Psychologie sein und das ist dann ja auch geworden. Etwas, was einem auffällt, also ich habe zum Beispiel einfach auf jetzt meine Masterarbeit wird auch in das Thema gehen, recherchiert, was ist so vorherrschend als Ansicht zu dem Ich. Da kommt man oft gar nicht unbedingt auf Psychologen, sondern der Begriff des Philosophen wird oft verbunden heute mit dem Begriff oder der Tätigkeit des Neurowissenschaftlers oder Kognitionswissenschaftlers. Und ein Mann, um den man nicht umherkommt, wenn man das Ich sozusagen recherchiert, ist der Thomas Metzinger. Und der schreibt, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber in der Einführung seines Buches, dass das Ziel des Buches sei, den Menschen davon zu überzeugen, dass es so etwas wie ein Selbst, sagt er, nicht gibt und niemals gegeben hat. Und ja, jetzt endlich sozusagen, das ist jetzt in meinen Worten, aber man dabei wäre, den Mythos des Selbst, so schreibt er, zu zerstören und zu entlarven. Die Philosophie des Geistes zusammen mit der kognitiven Wissenschaft oder Kognitionswissenschaft. Und mir juckt es dann immer in den Fingern, weil ich den dann immer fragen will, aber wer schreibt das dann, wenn du das nicht schreibst? Vielleicht sollte ich mal einen Brief schreiben. Genau, ich glaube, ich habe den Vortrag gestern Probe vorgetragen und danach wurde mir rückgemeldet, bitte nicht 4 Stellen, wo es heißt, das Ich gibt es nicht. Deswegen... ja, im Grunde genommen die Meinung, wenn es eine avancierte Technik gäbe, die in der Lage wäre, mein Gehirn so nachzubauen, wie es jetzt sich eben ausdifferenziert, dann würde ich genauso mit meiner Wesenheit hier stehen, dieselben Unsicherheiten haben, dieselben Witze machen. Also es ist ganz klar, das Höhere, sofern es das gibt, das Seelisch-Geistige ist ein Resultat eines biologischen Datenformates. Und der Roth, auf den man auch stößt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sein Vorname ist, Gerhard Roth, Philosoph und Hirnforscher, ist eben auch der Ansicht, dass es das Ich nicht gibt. Also das ist auch der Illusion. Er geht noch weiter und sagt auch, der freie Wille ist eine Illusion. Im Grunde genommen ist das die implizite Annahme von jedem, der sagt, dass es ein Ich nicht gibt. Und was mich sehr schockiert hat gestern, dass ich dann darauf gestoßen bin, ist in einem Nachruf, er ist verstorben, dass dort stand, er hat sozusagen die großen Fragen gestellt, die nochmal so richtig die Bude aufgemischt haben. Und zwar nicht nur, gibt es ein Ich, sondern auch, gibt es das Böse? Und in dem Moment war mir klar, natürlich, diese Fragen hängen zusammen. Also bin ich überhaupt ein freier Mensch? Und erst in dem Moment, wo ich frei bin, wird auch das Böse und das Gute möglich. Und ich glaube, Sie alle wissen im Raum, dass ich damit nicht irgendwelche abgebrühten bürgerlichen Vorstellungen meine, Gut und Böse, sondern wirkliche Kräfte. Und da musste ich an Hannah Arendt denken, die sicher einige von Ihnen kennen, die den Begriff der Banalität des Bösen geprägt hat, der heute auch viel angegriffen wird. Und Hintergrund war, dass sie bei den Eichmann-Prozessen damals dabei war. Adolf Eichmann war mitverantwortlich für den Mord an 6 Millionen Juden und sie ihn erlebt und in diesem Erleben von diesem Mensch, Hannah Arendt beschreibt ihn als Hans Wurst. Also dass diese Annahme, dass sie dort jetzt einem Menschen begegnet, von dem sie erlebt, dass der Hass erfüllt, die perfidesten Dinge als sein Ziel hat, dass die sich widerlegt und dafür wird sie viel angefeindet, weil Leute das erlebt haben, als dass sie die Sachen relativiert und das Böse sozusagen kleiner macht. Und sie schreibt eigentlich das Gegenteil und sagt, das verschärft die Schuldfrage.
Es wird nämlich deutlich, das Böse muss nicht, und da beschreibt sie eine Facette des Bösen. Also es ist mir auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass die Signatur des Bösen ist verschlafen sein. Das nicht, aber sozusagen mitzubekommen. Böses entsteht nicht einfach nur dadurch, dass ich bewusst etwas Böses will, sondern Böses kann auch dadurch entstehen, dass ich nicht aktiv in mein Ich gehe und dementsprechend verschlafe und meinen Innenraum preisgebe anderen Kräften gegenüber. Und das wollte ich hier doch sagen, weil mich das irgendwie so erschüttert hat, diese Frage, gibt es überhaupt das Böse? Wo man sagen kann, eine Ich-Signatur ist auch der Realitätssinn. Und wenn ich die Frage stelle, ob es überhaupt Böses gibt heute, dann liegt das auch Zeugnis ab von einem ziemlich korrumpierten Ich-Sinn. Und dann nach dieser Erfahrung, das ist dann gestern nur alles entstanden, aber nachforschend, also ich habe gemerkt, dass ich für diesem Thema auch die Erkenntnis des Bösen, die Rudolf Steiner beschreibt als Aufgabe des Bewusstseins Seelenzeitalters, lange zurückgeschreckt bin, auch aus Sorge, dass das ja missverstanden werden kann. Und dann gemerkt habe, das ist eigentlich die Aufgabe. Und auch zu entdecken, welche vermeintlich harmlosen Theorien bergen eigentlich in sich oder öffnen Türen zu, ja, zu etwas, was als Gegenbild zu dieser Möglichkeit gesehen werden kann. Und dort bin ich auf ein Buch gestoßen im Zuge dieser Frage von Georg Kühlewind, den kennen sicher auch einige von Ihnen, er ist mittlerweile verstorben. Das Buch heißt Gewahrwerden des Logos. Er hat ja auch lange als oder war lange als Naturwissenschaftler tätig, hatte ganz viele Bereiche inne, und dort beschreibt er, wie eben in dem Moment, wo der Mensch nicht mehr wie zu anderen Zeiten den Sinn von etwas wie von oben herab noch empfunden hat, instinktiv, eine Leere entsteht. Und in dem Moment, wo dieser Sinn nicht aktiv ergriffen wird, aus dieser Leere werden kann, das beobachtet er eben, dass der Sinn jetzt aus was Niederem gezogen wird. Also Niederes, Höheres entsteht aus Niederem. Der Mensch ist aus dem Tier, des Tiers aus dem lebendigen Lebewesen oder aus dem niedrigeren Lebewesen, und dieses wiederum ist aus dem Toten. Oder, um jetzt auf mein Beispiel zurückzukommen, Denken ist ein Produkt des Gehirns. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn man Studien machen würde, da hat das Psychologiestudium dann doch ziemlich auf mich gewirkt, und einfach gucken würde, wie viele Psychologiestudierende heute würden den Satz, der und der Bereich im Gehirn macht die und die Emotionen oder produziert die und die Emotionen, als sozusagen nicht richtig entlarven würden, dass das gar nicht monokausal ist. Also es ist heute überall. Denken, Produkt des Gehirns, Geistiges, Ergebnis des Seelischen, wenn man denn überhaupt davon spricht, diese Begriffe begegnen einem kaum, und Seelisches, Ergebnis des Biologischen. Und sozusagen, was Kühlewind da beschreibt, das habe ich erleben und durchschmerzen dürfen im Psychologiestudium. Ich habe selber vor allem erlebt, dass von dem Psychischen als Resultat biologischer Vorgänge gesprochen wird. Und jetzt habe ich von einem Mentor von mir erfahren, dass das nicht immer so war, also dass in der Geschichte der Psychologie eine Veränderung sich vollzogen hat. Die Psychologie ist nicht alt, also auch das ist spannend, dass man am Anfang von der Seele sprach und dass nach und nach der Begriff der Seele ersetzt wurde von dem Begriff der Psyche, die Psyche. Auch hier merkt man, es ist noch ein anderer Gestus. Und dann eben kam zu das Psychische als Resultat biologischer Vorgänge oder physiologischer Vorgänge, was ich dann erlebt habe. Und Kühlewind beschreibt, wie sozusagen von einer Entwicklung ohne Plan gesprochen wird oder einfach davon nicht gesprochen wird, es wird davon ausgegangen implizit, und dass gleichzeitig aber von Prinzipien ausgegangen wird, zum Beispiel Wille zum Leben, Survival of the Fittest, wäre dann Resultat davon. Also dass dem Denken entgeht, dass das eigentlich nicht zusammenpasst. Entwicklung ohne Plan und Prinzipien. Und dann schreibt er, und das ist das Schockierendste, dass diese Theorie, das ist auch das, was ich da wie unten angezeichnet habe, also das Lebendige aus dem
Toten. Nee, das war nochmal was anderes. Aber das wollte ich nochmal zeigen. Es ist sozusagen die Annahme, dass wir von hier kommen als Gegenbild dazu. Und dann, und das ist eine Implikation von der Theorie, beschreibt ihr, dass dieses, der Mensch hat nichts Höheres in sich, dass sich das ja bewahrheitet. Dadurch, dass die Menschen sich verhalten entsprechend dieser Theorien. Und hier finde ich es ganz, ganz wichtig, das habe ich auch bei dem Vortrag in der Brandtagung erwähnt, sich bewusst zu machen, dass Gedanken etwas Reales sind. Vor allem in dem Moment, wo der Mensch mündig geworden ist und sozusagen auch frei darüber verfügen kann, was er denkt über die Welt. Damit meine ich jetzt nicht jeden kleinen Alltagsgedanken, da wird man ja verrückt, aber im Großen. Und vielleicht an der Stelle, weil ich das vorhin vergaß, eben auch die Frage, wie kommt es eigentlich, dass mehr und mehr junge Menschen heute ein radikales Gleichgültigkeitsempfinden gegenüber dem eigenen Sein haben? Also ich erlebe das überall und da eigentlich die Anforderung in eine anthroposophische Psychotherapie überall die Bereiche, die in anderen Therapieschulen schon berücksichtigt werden, wie die Bindungen im frühkindlichen Alter, auch zu schauen, was sind geisteswissenschaftliche Hintergründe? Also wo geschieht das, dass man sagen kann, diese Gedanken, die jetzt herumgeistern schon lange in der Menschheit, die sinken eben auf die Erlebensebene, wie Steiner es in Was tut der Engel im Astralleib beschreibt? Also was wird da im Erleben auf einmal, was äußert sich da und wie hängt das zusammen mit den Gedanken, den Theorien? Und in dem Sinne schreibt Steiner auch oder sagt, dass eine zukünftige anthroposophische Psychologie und Psychotherapie die Aufgabe habe, der seelisch-geistigen Not etwas entgegenzusetzen. Also im Grunde genommen ganz stark mit diesem Thema zusammenhängt. Und selbst keine Lehre sein soll, sondern eine spirituelle Betätigung. Und zum Schluss des Kapitels schreibt Kühlewind: Dieser Weltenbau von unten auf wird durch den Schreiber der Apokalypse als das Tier bezeichnet. Das Prinzip, das aus dem Menschen ein Tier macht, nicht ein Tier der Natur, sondern das Menschentier, das seine verdorbenen, nicht natürlichen Instinkte mit Intelligenz zu befriedigen bestrebt ist. Also das wäre sozusagen auf der Zeichnung diese Entwicklung, wo man sagt, das, was hier angenommen wird, kann in der Entwicklung münden. Und das als andere Entwicklungsmöglichkeit, die hier ja heute hauptsächlich Thema sein soll. Und trotzdem habe ich gemerkt, man kann über die bewusste Ich-Entwicklung nicht sprechen, ohne auch über die andere Möglichkeit und ohne über Freiheit zu sprechen. Das war auf jeden Fall im Rahmen dieser Vortragsvorbereitung für mich ganz deutlich. Ja, und ich habe selber gemerkt, dass ich an einen Punkt komme, dass die Vorstellung, also ja, ich habe mich eigentlich dabei ertappt, dass ich den Gedanken hatte, wäre es nicht besser gewesen, wenn der Mensch automatisch wieder sich zurückentwickelt zum Logos. Also die Möglichkeit überhaupt dieser selbstgeschaffenen Abgründigkeit fand ich so schrecklich, die ist mir so aufgestoßen und habe dann, als hätte Rudolf Steiner es vorhergesehen, in der Apokalypse, also sozusagen seinem Vortragszyklus dazu, sehr schöne Stellen gefunden, die vielleicht auch, wenn es einem dem einen oder anderen jetzt auch so geht, helfen können, wirklich auch diese Frage zu meditieren, wo er sagt, hier ist es ganz natürlich, dass diese Frage auftaucht in den Seelen. Aber wenn der Mensch die Freiheit nicht hätte, zu entscheiden, dann wäre er sozusagen am Gängelband des Guten gewesen. Und ich kriege das in seinen Worten gerade nicht hin, aber man kann wie erahnen, dass das eine Notwendigkeit war und ist. Und dass es unbequem, aber wahr ist, dass diese bewusste Ich-Entwicklung sich eben nur bewusst vollzieht, nur durch eine Entscheidung und nicht automatisch und nicht dadurch, dass man nichts macht. Wie Hannah Arendt zum Beispiel durch diesen Begriff der Banalität des Bösen, finde ich, sehr gut auch ganz konkret demonstriert hat. Und weil ich jetzt aber nicht mit dem
ja, mit dem auch Finsteren, was hier jetzt zum Thema war, aufhören möchte. Und außerdem gesehen habe, dass nächste Woche Pfingsten ist. Das wusste ich gar nicht, als ich das Thema, also das Datum für diesen Vortrag ausgesucht habe. Möchte ich vielleicht mit einem kleinen Pfingstausblick enden. Ich bin auf eine Stelle gestoßen, ich glaube, das ist in dem Vortrag Weltenpfingsten von Rudolf Steiner, wo er die Trauer der Jünger nach Himmelfahrt beschreibt. Und so habe ich mich nach der Ich-Krisen-Auseinandersetzung gefühlt und die Stelle möchte ich kurz vorlesen. Und jetzt kam eine Trauer über sie, die sich mit nichts vergleichen lässt, was an Trauer auf der Erde vorhanden sein kann. Die Schüler Christi haben nun in derjenigen Zeit, die uns durch die 10 Tage nach der Himmelfahrt angedeutet ist, ungeheuer viel gelitten, weil ihnen der Anblick des Christus entschwunden war. Und aus diesem Schmerz, aus dieser unendlichen Trauer, ist dann dasjenige entsprungen, was wir das Pfingstgeheimnis nennen. Ja, was ist das Pfingstgeheimnis? Etwas, was man nicht einfach mit Worten erklären kann. Ich glaube, das ist klar. Trotzdem will ich wagen, die Herzen vielleicht in eine Pfingststimmung zu versetzen. Also immer, wenn ich über die Trinität nachdenke, werde ich total verrückt, weil ich da auch wieder erleben muss, es entzieht sich eben dem verstandesmäßigen gegenständlichen Denken, was nicht heißt, dass man nicht erkennen, ist ja nochmal was anderes, um Erkenntnis ringen kann. Aber das erste Mal leuchtete für mich auf, wie gewaltig das ist, dass jetzt die dritte sozusagen Offenbarungsform sich in uns vollzieht, in jedem einzelnen Menschen. Also wenn wir an den Bogen denken und den Ich-Samen und dann entstehen Vater und Sohn beim Mysterium von Golgatha. Und was nun geschieht, geschieht sozusagen nur, wenn wir es wollen. Also im Bilde gesprochen, Ostern, die Veranlagung eines Werkzeuges, was der Mensch nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Man könnte sagen, der äußere Lehrer muss schweigen, sodass man sich erstmal ziemlich abgeschnitten und verloren fühlen kann, wie die bei den Jüngern beschrieben. Das ist ja ein Bild, was sich gut auf die Situation heute auch übertragen lässt, damit der innere Lehrer zu sprechen beginnt. Also man kann sagen, die Lehre des Vaters und des Sohnes wird erlebbar. Gottes Erkenntnis wird erlebbar von innen. Es wird eine Erfahrung. Es wird wie ein Evidenzerlebnis in mir, in meinem Seelenwinkel. Und dann vollzieht sich auch die Ich-Entwicklung, also das, was wir auch bei dem Seelenkalender immer hören, dass das sozusagen das niedere Selbst abgelöst wird von einem höheren. Und ich möchte jetzt einen Aspekt hervorheben, des Pfingstgeheimnisses. Und wenn Sie jetzt mit dem ganzen Vortrag nichts anfangen konnten, dann macht das gar nichts. Mir ist wirklich eigentlich vor allem das, was ich jetzt sage, wichtig. Und es kostet mich auch immer wieder Mut. Aber ich bin auf Teresa von Avila gestoßen. Vielleicht kennen Sie die. Und die hat mich unheimlich beeindruckt. Also ja, keine Anthroposophin, andere Zeit. Aber wie sie eben schreibt, zu Christus direkt, mit dir kann man sich über alles unterhalten. Also eine Verfechterin des Zwiegesprächs. Man könnte auch sagen, wie Etty. Und etwas, was ich immer suche in anthroposophischen Zusammenhängen suche und manchmal auch vermisse, ist die, und ich glaube, da werde ich manchmal auch falsch verstanden, dass es nicht darum geht, dass man den Christusbegriff immer im Munde führen muss. Und vor allem nicht, wenn man ihn nicht füllen kann. Aber dass man doch davon sprechen darf, dass wir heute eine ganz intime Beziehung zu dieser Wesenheit eingehen können. Und Beziehungen, so wie wir Beziehungen erleben können, im Zwischenmenschlichen. Also wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann lese ich ja nicht nur Vorträge über den oder höre von dem, sondern dann spreche ich mit diesem Menschen. Immer wieder. Von meinem Herzen zu dem anderen Herzen und suche ihn. Und ich habe ein sehr, mir sehr nahestehender Mensch, ein
Schüler Kühlewins, der wirklich auf vielen Ebenen, habe ich das Gefühl, so viel weiter ist als ich, also bei Meditation und in der Philosophie und also wirklich ein Lehrer. Und mit dem habe ich was sehr Berührendes vor ein paar Wochen erlebt. Und zwar hat er mich angesprochen und gesagt, du Carlotta, ich muss dich mal was fragen. Du sprichst immer von diesem Zwiegespräch und ich muss dir sagen, ich kann viel anfangen mit dem Logos-Gedanken und also sozusagen, wenn ich das auch so philosophisch fasse, aber dieses Zwiegespräch, von dem du sprichst, damit kann ich ganz wenig anfangen. Ich habe das versucht und das Erste, was sich in mir tut, ist der Eindruck, um Gottes Willen, also wenn ich eine Beziehung eingehen kann zum Christus, dann noch nicht jetzt, weil ich bin so voller Schwächen und bitte blick gen oben, aber nicht in meine niederen Seelenabgründe. Also weg da, wirklich, es war richtig wie ein, das ist unangenehm. Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass die geistige Welt das ohnehin sieht und dass das sozusagen gar nichts bringt, das nicht zeigen zu wollen, war das für mich so ein berührender Moment, weil dann im Gespräch er selber auf einmal erlebt hat, ich glaube, der Grund, warum ich das so scheue, er hat das wie den Thomas in sich bezeichnet, ist das da doch wie ein, also mit dem Logos-Gedanken des Urbeginnes viel anfangen könnt, aber mit der wirklichen Menschwerdung, ich glaube, das kann ich doch irgendwie nicht greifen, dass so ein hohes Wesen Mensch geworden sein soll und Angst empfunden hat. Und er hat ein zweites dann entdeckt im Gespräch und meinte, und ich glaube, es gibt auch eine Stimme in mir, die will sich eigentlich gar nicht so verändern. Und ich merke, in dem Moment, in dem ich die Beziehung eingehe, bezeugt ja auch jemand meinen guten Willen. Und deswegen wollte ich das ans Ende stellen und doch vielleicht als Diamant des Vortrages. Ich glaube, dass wir die Möglichkeiten, die in diesem Zwiegespräch, in dieser intimen Beziehungspflege, die zusätzlich zu aller anthroposophischen Erkenntnissuche, die gehören ja zusammen, also Anthroposophie und ist eigentlich auch diese Beziehung, die in jeder Krise, aber auch in jedem geisteswissenschaftlichen Forschen wie ein Boden bilden kann. Und ich habe selber erleben dürfen, das war auch wieder Beginn meiner bewussten anthroposophischen Suche, was es zum Beispiel bedeutet, dieses Zwiegespräch zu suchen, wenn man eigentlich an einem Punkt ist innerlich, dass man den Eindruck hat, ich habe gar keine Kraft mehr. Also ich habe da selber erlebt, eigentlich fühlt es sich an wie 99% in mir können nicht, die wollen auch gar nicht. Und dann, wie wenn mit diesem einen kleinen Quäntchen man sich hinwendet, und es ist bei mir wirklich auch in der Verzweiflung entstanden, und sucht, sich, ich will echt sagen, Wunder vollziehen können. Also und so das auch im Rückblick, wenn Leute mich fragen, ich dann immer gar nicht weiß, aber wann ging es denn dann auf einmal? Also ich glaube, dass wir auch wahnsinnig, und das klang vorhin ja auch an, viel geschenkt bekommen. Rudolf Steiner sagt, dass wenn man sich eben hinwendet und wirklich guten Willens ist und diese Beziehung zu dem Christus aufbaut, er unsere Ideale auf seinen Flügeln in die geistige Welt trägt und sie vervollkommt. Und ein Gott ist ja auch Mensch geworden und hat Schmerzen erlitten, damit wir nicht alleine sind in diesen düsteren Momenten und es schaffen, daraus wieder eine Ich-Flamme entwickeln zu können. Jude von Halle hat in einem Brief geschrieben, machen wir uns mit den Taten des Christus auf Golgatha vertraut, wie es insbesondere in der Karwoche geschieht, so machen wir uns vertraut mit dem, was unser eigener Weg zur Auferstehung ist. Aber diese Betrachtung muss in uns keine Angst hervorrufen, denn wenn wir selbst am Ölberg knien, sind wir nicht allein. Christus ist bei uns. Und wenn wir selbst auf unser schweres Kreuz blicken, so wird es uns leicht, weil Christus für uns den Tod bereits zum Leben umgewandelt hat und weil wir schon wissen, dass er auferstanden ist und wir darum durch ihn selber auferstehen werden.
Und ich wünsche mir für jeden von Ihnen in der nächsten Krise, dass Sie vielleicht genau daran denken können. Und sich auch bewusst machen, dass alles, was man erringt, auch auf diesem steinigen Weg, nicht nur einem selber zukommt, sondern der ganzen Menschheit. Das als Christusprinzip und deshalb Weltbedeutung des eigenen Innenraums. Vielen Dank.